Herr Landesrat, Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber liebe Betroffene, die Sie als ehemalige Zöglinge, wie es damals hieß, diese Heime, über die wir eben heute sprechen und über die geschrieben worden sind, die Sie diese Heime durchlitten haben, Sie alle möchte ich sehr, sehr herzlich zu dieser Buchpräsentation im Namen der Ordnung Heimatziehung in Tirol begrüßen. Es ist, wie bereits erwähnt worden ist, der 6. Band einer sozialwissenschaftlichen Reihe, die Transblick heißt, die ein Teil der Michael-Geismeier-Gesellschaft Reihen ist und die von Meinrad Ziegler, von Waltraud Kanonier-Finster, meine Person und bei diesem Buch auch von Waltraud Holler herausgegeben werden, und es ist ein Personenkreis, der sehr wesentlich durch den Durchsicht der Texte, durch kritische Bemerkungen dazu beigetragen hat, dass das Buch in dieser Qualität vorliegen kann und dass das Buch auch in dieser ästhetischen Gestaltung vorliegt. Ist auch richtig, es ist die erste umfassendere Darstellung, was Heimatziehung betrifft, in Österreich, und in dem Sinne ist am Beispiel Tirols eine gesamtösterreichische Entwicklung dargestellt, dass also vieles, was in diesem Buch ist, umzulegen ist, auch auf andere Bundesländer in Österreich. Bei dieser Einleitung möchte ich jetzt ein bisschen ausführen, was der Hintergrund dieses Buches gewesen ist. Landesrat Rehheis hat hier bereits schon sehr vieles gesagt. Die Diskussion, was die Heimatziehung betrifft, ist typischerweise, so wie die Diskussion über den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland, schon seit einigen Jahren und vor allem im letzten Jahr sehr stark ausgebrochen, ist dann über die Grenze zu uns gekommen und hat sich zunächst auf sexuellen Missbrauch und Misshandlungen im kirchlichen Bereich sozusagen beschränkt und begrenzt. Und ich habe mich dann an das Land Tirol gewandt, an Landesrat Rehes, um darauf aufmerksam zu machen, auf die Publikationen, die ich bereits gemacht habe, dass es eine Landessache sehr stark ist, dass eine Sache der Stadt Innsbruck ist und nicht nur der Kirche und der Orden. Und ich glaube, hier ist sicherlich etwas, wo ich es völlig unterstreichen würde. Die Opferzahlen in Tirol sind sowohl was den kirchlichen Bereich betrifft, als auch Land und Stadt Innsbruck im österreichischen Vergleich exorbitant hoch. Das heißt, im Vergleich zur, in der Relation zur Einwohner- und Einwohnerinnenzahl sind die hier vom März, als die Diskussion begonnen hat, bis jetzt im Dezember am höchsten. Dies hat natürlich einerseits zu tun mit dieser extrem breiten Heimstruktur, die es in diesem Land gegeben hat, die gleichzeitig Ausdruck einer besonders repressiven Auffassung, was Erziehung, Kinder, Jugendliche, soziale Probleme, Armut und so weiter betrifft, zu tun. Aber auf der anderen Seite, und das sehe ich als sehr, sehr positive Ebene an, ist es in der Tat so gewesen, dass sofort die Politik und Landesrat Rehes reagiert hat, eine breite Gesprächsrunde einberufen hat und die Opferhotline als auch die Kommission eingerichtet hat. All das, und wir können ja immer nur vergleichen, in einem gesamtösterreichischen Sinne, was gut oder weniger gut ist. Und von diesem Vergleich her gibt es kein einziges Bundesland in Österreich, das diesen Weg gegangen ist. Ich würde da gleichzeitig auch sagen, dass sich da drinnen auch ein großes Versäumnis widerspiegelt, dass es in einer ganzen Reihe von Bundesländern so trist aussieht oder dass in großen Bundesländern wie Wien, Burgenland, Burgenland ist noch sehr weit entfernt von der Aufarbeitung, Wien, Oberösterreich, Salzburg, die setzen jetzt Kommissionen, sowohl was historische Aufarbeitung als auch Entschädigung und anderes betrifft momentan ein. In den meisten anderen Bundesländern ist noch überhaupt nichts zu merken, sind die Opferzahlen noch extrem gering, eben deshalb, weil die Politik keine Verantwortung übernimmt, weil auch Wissenschaft zu wenig Verantwortung übernimmt und nicht präsent ist und keinen Motor darstellt. Aber hier ist der Bund nicht aus seiner Verantwortung zu entlassen, weil
dass auch wir hier in Tirol immer wieder auch Schwierigkeiten haben oder auch unnotwendige Probleme in der Kommunikation mit Betroffenen, besteht unter anderem darin, dass die Republik Österreich sich bis jetzt von ihrer Verantwortung absentiert hat. Ich bitte nun die Landesrätin Christine Bauer, die Wortspende an uns zu richten. Ich bin eingeladen worden, hier zu begrüßen und auch die Ausstellungseröffnung sozusagen zu begleiten. Ich habe jetzt vorher die Bilder angeschaut und die Musik gehört, die Texte gelesen, und dann geht es mir immer so, wie es einem geht oder wie es mir geht, wenn ich mich mit diesem Thema befasse. Einerseits bin ich immer wieder sehr betroffen und andererseits finde ich das ganz großartig, dass es gelungen ist, zu zeigen, dass es weitergehen kann. Ich stehe auch hier für eine Institution, die Heime errichtet hat, die jetzt noch für Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist. Als Person weiß ich, dass immer noch nicht alles gut ist. Wir werden das auch nie garantieren können, dass nie mehr wieder irgendwelche Übergriffe oder Gewaltphänomene passieren. Aber wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, und dafür trägt auch euer Offenlegen, euer Überwinden und eure Bereitschaft, in den Dialog zu gehen, bei, dass wir aus Fehlern lernen können, dass wir einiges an Institutionen verbessern können, und ich hoffe, es gelingt uns auch, in die Versöhnung zu gehen. Danke, und ich bin ganz fest stolz auf euch. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die Frau Bürgermeisterin der Stadt Innsbruck, Magister Christine Opitz-Blörer, bitten um ein paar Worte für uns. Bitte schön. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Horst Schreiber, liebe Frau Hackl, Frau Landesrätin, ihr steht heute im Mittelpunkt, das freut mich sehr. Einige von Ihnen haben wir ja im Rahmen der Aufarbeitung zusammen mit unserer Kommission in Innsbruck ja bereits im Plenarsaal begrüßen dürfen, in einem auch geschützten Rahmen. Und ich kann das nur fortführen oder auch weiter sagen, wie Frau Landesrätin gesagt hat. Ich denke, der Dank gilt euch, dass sich so viele auch bereit erklärt haben, überwunden haben, auch nach so vielen Jahren über ihre Geschichte zu berichten und ihre Geschichte zu erzählen. Und es freut mich als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt und als Vorsitzende des Gemeinderates, dass wir, ich denke, von den Städten her in Österreich auch wirklich diesen Weg mit der Kommission, mit dem Horst Schreiber, also mit den wirklich besten Experten, die es auf diesem Gebiet gibt, gewählt haben. Es ist aber nur mit eurer Unterstützung auch gegangen, weil das persönliche Schicksal und das persönliche Erleben und das persönliche Offenlegen hier im Vordergrund gestanden ist. Und ihr seid Wegbereiter auch für viele andere. Das möchte ich zum einen Punkt sagen. Der zweite Punkt ist für mich, und die Frau Landesrätin hat gesagt, man kann nicht die Hand ins Feuer legen, man kann nur die Strukturen schaffen und auf dieser Basis, was wir in der Vergangenheit erlebt haben und gesehen haben, die bestmöglichen Strukturen in einer Offenheit schaffen. Aber, und das sage ich auch, wenn ich sehe, was in Deutschland passiert und dass es da Abgeordnete gibt, und auch in der Exekutive, also in den öffentlichen Behörden, Menschen, die hier keine ordentliche Linie ziehen, und das jetzt ist das Jahr 2014, dann bin ich so zutiefst schockiert, dass man eigentlich immer wieder kalt wird. Und immer klar, es geht einfach um das immer hinschauen und auf das immer draufschauen, weil es auch in unserer Zeit, im Jahr 2014, in den höchsten Funktionen noch immer Menschen gibt, die hier nicht nur keine klare Trennung haben, sondern wirklich persönliche Schuld auch auf sich geladen haben.
Und ich denke, das muss man auch ansprechen, das muss man auch sagen. Und das darf nicht irgendwo verschwiegen werden und dass man glaubt, das sind nur Einzelfälle. Also ich habe da wirklich ganz andere Bedenken immer wieder. Es ist jeder, der aufkommt, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Weil man sagt von 100%, dass man wirklich für alles, was mit Institutionen, Behörden, Ämtern, Einrichtungen zu tun hat, sind wir vielleicht ja, gerade bei der Hälfte. Das befürchte ich wirklich und das glaube ich. Und da gehören solche Abende wie heute auch dazu.